It is the aftermath of World War III. All countries used up almost every bit of their military resources for the unprofiting purpose of war. An unknown alien race has been monitoring Earth. Taking advantage of the situation, the aliens have decided that now is the perfect time to invade and conquer Earth. Fleets of alien squadrons are spotted in Earth's atmosphere. Now there's only one last insane resort, the most advanced jet fighter called the Armada 165. You are the only pilot capable of piloting it. The fate of Earth is in your hands. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ein weiterer Indie-Titel, es handelt sich um Armada Skies. Ich habe in das Spiel schon reingeschaut, ist schon vor 2 Wochen rausgekommen. Problem war gewesen, dass wenn man das Spiel gestartet hat, man hatte das Anfangs-Intro direkt, wenn man startet. Und da gab es Probleme mit der Flaps-Aufnahme erstmal. Das heißt, ich musste über ein anderes Programm gehen, gehe jetzt über OBS. Dann bin ich aber hier in diesem Menü, war schon gar keine Musik mehr gewesen. Wenn ich irgendwie How to Play oder sowas gemacht habe, jedes Mal irgendwelche Geräusche und dergleichen, nicht diesmal dieses Ding, das ist alles gar nicht gekommen. Das heißt, im Spiel gab es keinen Ton und keinen Sound mehr. Hab die Entwickler kontaktiert, gesagt, was ist da los, und die haben sich dann auch schon bedankt, weil der Fehler hatte jeder gehabt. Da hat irgendwas nicht gestimmt bei denen in der Programmierung. Und war aber schnell behoben, haben sich bedankt und jetzt kann jeder mit Ton spielen. Ja, ist leider nicht bei Release dadurch ein Video gekommen, aber... Naja, ist halt so. Das Spiel gibt es für 1,99, es gibt gerade im Sale für 1,39. Und ja, ist wie gesagt ein kleiner Indie-Titel von so Shootern. Man kennt das ja von Gradius oder Xenon 2 und die ganzen Sachen, Raptor, solche Sachen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, ist nach dem Weltkrieg sind die Menschen ziemlich im Arsch. Man kennt das von Star Trek The First Contact, da haben die das genauso gemacht. Die Borg, die greifen dann an, wenn die Menschheit sehr geschwächt ist. Hier ist es genauso und wir sind Pilot von diesem Jetfighter 165. So. Ich kenne es also jetzt eigentlich schon, weil ich habe es schon ein bisschen gedaddelt. Chojin, und wir kommen aus Germany. Start. So, Gatling Gun. Das ist ganz krass. Also ihr seht den und der kann sich auch verändern, der Flieger. Also man fliegt von links nach rechts. Man kennt das bei Parodius und solchen Spielen. Und wir können hier unterschiedliche Rüstungsteile und Geschwindigkeiten und wie man lenken kann, dergleichen upgraden. Da werden wir sparen auf das Stärkste. Das ist das Unterste, das obere eben gar nicht. Also man hat 3 unterschiedliche Jets im Endeffekt, wenn man hier diese Partie oder diese nimmt. Und wir gehen auf jeden Fall auf Nemesis. Halten wir am meisten aus. So, Bomben kann man kaufen, extra Leben. Hier gibt es unterschiedliche Sekundarwaffen. Man kann alle kaufen, aber man kann immer nur eine ausrüsten. Dasselbe ist hier, was den Laser und so betrifft. Als erstes kaufen wir die Rockets. Die kosten nur 380 und die sind sau geil. Ja, und für was anderes haben wir jetzt gerade kein Geld. Das macht aber nichts, weil Rockets sind super. Damit werden wir durch die ersten Level, glaube ich, ganz gut durchkommen. Wie so oft bei so Spielen wird es gegen Ende sehr, sehr schwer. Und ich denke mal, das wird eher ein angespielt Video. Aber wir schauen mal, wie gut wir durchkommen. Aber ich vermute, es wird sehr schwierig. Start Game. Und ihr hört schon, es ist funkige Musik. Es spielt sich über... über Tastatur. Die Einstellungen sind auf WASD gewesen, die habe ich umgeändert. Oh, verdammt, die kriege ich nicht mehr, ne? Oh, da habe die Bombe noch bekommen. Für mich ist es schwierig gewesen als alter DOS-Spieler. Ich bin nicht der WASD-Fan gewesen. Das ist natürlich unweigerlich gekommen, weil man als Rechtshänder mit der Maus dann rechts spielen musste. Aber ich war gewohnt gewesen, keine Maus zu haben früher, besonders mit Shooter nicht. Also habe ich meine Steuerung natürlich auf die Numlock-Tasten gelegt. Also rechts auf die Pfeiltasten. Bei mir ist es jetzt 8, 2, 4 und 6 natürlich. Das Praktische ist halt in den Raketen, dass man nicht in die Schussbahn von denen rein muss. Dass die automatisch ihr Ziel suchen. Was wir da einsammeln, ist Geld, mit denen ich mir Upgrades holen kann. Ich muss natürlich immer überlegen, was man da macht. Wir werden gleich als nächstes auf einen Laser upgraden. Ihr seht schon, die Schüsse gehen ja meistens von nach vorne.
Ah, da sind wir noch reingeflogen. Das war nicht so lustig. Ein paar Zusatzpünktlein. Ah, man rotzt vorne gar nicht so nah ran, ne? Das ist auch so ein Problem. Also scheint nur der blaue wichtig zu sein. Der scheint den Boost zu enthalten. Sehr schön, 4 Bomben. Also ich muss zugeben, ich war am Anfang ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil ich bin halt total blind ins Spiel gegangen. Schade, dass das nicht mit der Aufnahme und so geklappt hat und dass der Ton und alles weg war, aber da war es halt wirklich so gewesen, dass ich übelst gefailt hatte. Ich hatte diese Raketen nicht, ich bin direkt auf Laser gegangen und das war nicht so ideal. Da haben wir unseren ersten Bossgegner. Ich finde, das ist ganz gut geklappt. Ich finde Indie-Titel, ich mag, dass solche Spiele halt noch rauskommen wie früher. Man braucht nicht unbedingt Spaß zu haben. Mega Blockbuster. Und zwischendurch ist das ein nettes Game und man bedenkt, es kostet 1,39 Grad und das ist nichts. Kriege ich nicht mal Kaffee für. Oh. Ja, da bin ich schon mehrfach gestorben beim ersten Durchlauf. Aber da hatte ich auch nicht die coolen Raketen. Bravo. Explosionen sind nett gemacht, gefällt mir gut. Und continue. So. Jetzt haben wir 2370. Das ist recht cool. Das sind unsere Leben. Und das sind ja unsere Bomben. Dann kaufen wir uns, würde ich sagen, auf jeden Fall jetzt den Laser. Oder Plasma. Plasma oder Laser? Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Der kostet 10 mehr, also wird der doch, glaube ich, ganz geil sein. Wir nehmen den mal. So, Gatling-Gang weg und wir gehen mal hin und holen uns dieses Chassis. Und das noch. Und das noch. Und dann... Ah, 922 fehlen. Mist. Aber ihr seht schon, er hat verändert. Das heißt, hier hinten wird auch noch sein. Und dann sehen wir richtig futuristisch aus. Feines Ding. Next Mission. Jetzt haben wir Laser. Jetzt sind wir nochmal ein Stück stärker. Autsch. Mist, da verschwindet schon das ganze Geld. Aber die Musik ist gut gewählt. Das klappt alles sehr gut. Passt genau. Los, mach die Wolke kaputt. Also seht schon, wenn wir diese Pfeile haben, können wir unsere momentanen Waffen auch nochmal upgraden. Ah, da bin ich reingeflogen. Macht nix. Extra Life. Awesome. Also ich habe das Stage 3, glaube ich, oder 4. Ich weiß gar nicht mehr genau gespielt. Ja, die Raketen sind wirklich ein Segen. Man kriegt auch Leben nicht irgendwie neu. Also man startet nicht immer wieder mit 3 oder sowas. Das kriege ich wohl nicht kaputt. Da bin ich wohl zu schwach für. Kann auch sein, dass ich einen bestimmten Schuss für brauche, das weiß ich nicht. Was ist das sowieso? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob manche Gegner nicht immun sind gegen manche Schüsse. Das heißt, wir müssen auch levelabhängig und vielleicht unterschiedliche Munition nehmen.
Ja, sehr schade, dass das keine Controller-Unterstützung hat. Das wäre natürlich nochmal richtig geil. Oh. Boah, was ist das? Eine Libelle oder sowas der Art. Ja, und die Raketen retten mir mal wieder meinen Arsch. Wir kriegen auf jeden Fall die Lebensenergie aber wieder voll. Das heißt, oh, da ist ein Nahkampf gegangen. Wenn wir die... Wenn wir also jetzt überleben, ohne zu sterben, den Abschnitt, dann sind wir wieder komplett voll. Das wäre echt, echt cool, wenn das klappen würde. Dann hätten wir nämlich kein Leben verloren. Los, stirb! Ja, Mann! Geil. Mission accomplished. You place first. Also, die Energie ist wieder komplett voll. Sehr gut. Wir kaufen uns natürlich noch das letzte. Damit sind wir nochmal ein Stück wendiger und schneller, wie man sieht. Ein Afterburner. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal so weiter und sparen mal ein bisschen auf Extra Life, weil wir kriegen bestimmt gleich Probleme. Das ist nett gemacht, ne? Im Hintergrund ist... Genau, die Stage kenne ich noch. Im Hintergrund sind... Die, oh, ah, ja, ja, das ist echt doof. Ja, den kriege ich nicht mehr. Okay. Na, aber das war eine Bombe. Schade. Ja. Die Hintergründe und so weiter, das scheint Realbilder zu sein, die reingenommen haben. Finde ich eine ganz gute Idee. Mucke ist funky, ne? Soundeffekte gehen vollkommen in Ordnung. Ah, das muss nicht mehr. Ah, ihr Schweine. So, wir haben nochmal einen dicken Boost. Genau. Die wollen wir haben, so viele wie möglich. Okay, einen Treffer müssen wir wohl in Kauf nehmen. Ah, haben wir wieder getroffen. Geh kaputt. Die Raketen müssen uns den Hintern retten. Sehr schön. Ah, Geld ist auch in Ordnung. Ah, noch mehr Geld. Nochmal boostet. Aber es scheint sich nur der normale Schuss zu boosten. Leider nicht der... Der andere. Life. Awesome. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt so gut durchkomme, aber wie gesagt, ich habe es halt auch schon gespielt. Also ich hatte auch noch nie hier so einen krassen Schuss gehabt. Das ist schon krass, wie viele Boosts wir jetzt haben. Ach, fieser Sack, man darf nicht vor dir stehen. Bossgegner. Oh, und er ist unsichtbar. Interessant. Der macht gar nichts. Soll mir recht sein. Oh, jetzt machst du doch was. Hast aber schön gewartet. Du bist recht easy. Also ich hoffe, dass da noch eine Controller-Unterstützung kommt. Also für die Entwickler alleine. Sowas spielt sich einfach viel, viel besser mit dem Controller. Schön über den linken Analogstick. Stage 5. 5 Leben, 6 Bomben. Wie krass, wir haben noch keine Bombe gebraucht. Bombe rettet uns vor Verschüssen auch. Dafür wäre es auch sehr wahrscheinlich ideal einsetzbar. 2445. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Also ich habe die ausprobierten paar der Waffen. Der Flammenwerfer war sehr stark, war aber leider sehr nah gewesen.
Und dieser Orbiter, der dreht sich einfach nur um mich herum. Und ist halt sowas wie ein Schutzschild, kann man fast sagen. So, und tötet das, was in meiner Nähe ist. Falls er genug Schaden macht. Da ist aber nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Und in die Heavy Cannon, also ich bin reingegangen und habe diese Punkte im Endeffekt genommen und habe dann immer wieder die Mission neu gestartet, um zu testen, wie die Waffen sind. Und da muss ich ehrlich sagen, dass die Rockets irgendwie die coolsten sind, weil ich da nicht viel zählen muss. Das Problem an denen ist halt wirklich, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die können wir mal ausprobieren. Was uns sehr wahrscheinlich ganz übel in den Hintern treten wird. Wir versuchen das mal. Extra Life. Hey, wir haben kein extra Leben bekommen. Wir haben kein extra Leben bekommen. Wir waren auf 6. Was ist das denn für Mist? Das war seltsam. 6 ist Maximum oder was? Oh. Ja. Das war jetzt Pustekuchen. So sieht das aus. Okay. Ja, das ist natürlich ein Problem. Dafür müssen wir in den Nahkampf. Und der Schaden ist scheiße. Da können wir eigentlich schon direkt neu machen. Fuck it. Kriegen wir das damit kaputt? Vielleicht bist du anfällig da drauf. Nee. Das wird nix. Stargame. Achso, das Spiel hat nur 1280 mal 1024 oder was war es? Irgendwie Auflösung. Also 720p und spielt sich im Window. Ganz normal. Man könnte es natürlich im Vollbild machen, aber da es sowieso nur die Auflösung hat, spiele ich so. Start Game. Achso, und ich kann auch nochmal zeigen, man kann halt hier sich die legen, wie man will. Und ihr seht ja, ich habe sie mir auf die rechte Seite gelegt. Normalerweise sind sie auf WASD. Und ja, das passt mir gar nicht. Lieber mit rechts lenken. Start Game. Und da müssten wir eigentlich genau an derselben Stelle sein. So ist es. Genau. Und wir haben Rockets und die Kohle noch. Ah ne, wir waren auf 5. Dann hat er das Leben doch gekauft. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass das keine gute Wahl ist. Wir können ja mal ein paar Waffen durchtesten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne, wenn wir das machen. Ach, ich habe keine Zeit genommen. Ja, das ist natürlich wieder hervorragend. Keine Ahnung, wie lange wir dran sind. Mal einfach noch 5 Minütchen. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal durchtesten. Electrifier hatten wir. Slicer Diagonal Shooter. Ja, testen wir den nochmal. Genauso hatte ich das auch mit ein paar Waffen schon gemacht. Und started. Die Mucke kennen wir auch noch nicht. Ja, das Problem daran ist halt, dass wir wirklich treffen müssen. Die Raketen treffen halt immer. Nee, das ist echt blöd. Da bleibe ich nämlich lieber bei den Raketen, die nur 400 gekostet haben und die trotzdem super geil sind. Und ich muss nicht in den Schusslinien von denen sein. Ich sehe auch gar nicht, ob ich da Schaden mache. Ich glaube, ich kann da bei denen keinen Schaden machen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Auf jeden Fall ist das schon wieder eine Waffe, die... Nö, sage ich da einfach mal. Nö, 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 will nicht. Aber auf keinen Fall. Wir brauchen sowas wie diese Raketen. Wieso gibt es die nicht in einer besseren Form? Hier steht Auto-Target. Heavy Cannon. Laser Obligator. Wir schauen da mal rein. Ach du je. Aber auch auf der Linie, wo ich bin, ist das Problem. Das heißt, man wird getroffen. Aua. Ich muss immer wieder da rein. Das ist echt doof. Ach nee, das ist doch Murks. Das ist alles Murks. Also es ist echt krass, dass die Rocket eigentlich viel cooler ist. Vielleicht macht sie weniger Schaden als so einer, aber ich bin in einer sicheren Zone. Das ist echt viel geiler. Shockwave Mine. Big Radius. Okay, und die kostet sogar nicht mal viel. Ist ja wahrscheinlich auch wieder super. Das ist interessant.
Wie viel Schaden machst du denn damit? Anscheinend nicht genug. X-Life. Und die kriegen wir auch nicht down damit. Okay. Nö. Ist irgendwie nicht die passende Waffe, finde ich. Passt nicht. Passt nicht. Nicht für mich, wie so wie ich spiele. High-Speed Blaster. Pulsprojektil. Rein da. Ja, aber es ist alles vorne. Ach, nö. Ja, dann erwischst du mich wieder. Aber es macht richtig viel Schaden. Habt ihr das gesehen? Wie schnell der down war? Das ist wiederum natürlich dann geil. Na toll, der steht da drin. Dann kann ich den Boost auch nicht kriegen. Okay, können wir da unten durch? Ja, können wir. Wir wollen das noch haben. Extra Life! Thank you! Autsch, Autsch. Puh, wir haben gut Schaden gemacht, ne? Oh, 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 ah, ja, 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 ja. Seid doch nicht so fies. Boah, wir sind fast tot. So viel Schaden bekommen. Oh, ja, jetzt haben wir ein Problem hier. Wir müssen dich irgendwie von da abknallen. Nein, wir erwischen dich gar nicht. Ah, wir erwischen dich nur mit den Seitwärtsschüssen. Das kann jetzt dauern. Ach, die Maus ist im Weg, ne? Mist. Ja, und dann sterben wir auch noch. Komm, Bombe. Arsch gerettet. Oh. Danger, Danger. I know. Verdammt, verdammt. Wir haben viel zu viel Schaden schon genommen. Ah, krumm. Dann ist das erste Leben weg. Grrr. Aber wir machen, glaube ich, sowieso neu. Wir wollen noch ein paar Waffen testen. Weil ich sagen muss, dass die hier... Das ist echt mies. Da habe ich nichts für die da unten. Auch wenn ich die so sehr schnell töten kann mit diesem geilen da Schuss geradeaus. Aber wenn ich hier so keinen Schaden machen kann... Irgendwie habe ich doch ein bisschen Schaden gemacht, aber ich glaube, es war nur der Laser. Es war nicht der andere. Ja, also der Schaden ist krass, wie schnell die kaputt gehen durch den Schuss. Das ist schon heftig, muss ich zugeben. Aber man muss halt wieder davor stehen, ne? Was ist das? Halt! Shit, jetzt haben wir einen ausgelassen. Kravimsche! Ja, ich glaube, ich werde den Ball behalten, weil der einfach mehr Schaden macht. Und wir momentan sowas brauchen. Wir werden... Oh, Bossgegner. Ja, ohne Raketen, ne? Hm. Oh, ja, ja. Wir müssen in die scheiß Schusslinie dafür. Aber der Damage ist einfach nur bahnbrechend geil. Und wir tun ihn schnell ausschalten. Geiles Ding. So, ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Und ich mache noch ein zweites Schnupperstunden-Video. Vielleicht sind wir da auch schon durch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stages das Spiel hat. Kann auch sein, dass das 50 oder so hat und dass es gleich noch übelst schwer wird. Bis demnächst, euer Chojin.